Bevor ich beginne, möchte ich ein schönes Lied zu den Herrn singen, die Dankbarkeit zu den Herrn ausdrücken. Es ist ein englisches Lied. Und ich werde mal singen und dann danach übersetzen. Ich werde das Lied übersetzen. Es heißt, it pays to serve Jesus, I speak from my heart. It pays to serve Jesus, I speak from my heart. He will always be with us if we do our part. There's nothing in this world can pleasure afford. There is peace and contentment in serving the Lord. I'll love him far better than in days of yore. I'll serve him more truly than ever before. I will do as he bids me, whatever the cost. I will be a true soldier. I will die at my post. And oft when I'm tempted to turn from the track, I think of my Savior, my mind wanders back to that place where they nailed him on Calvary tree. I heard a voice saying, I suffered for thee. Er sagt, es lohnt sich, den Herrn zu dienen. Ich spreche von meinem ganzen Herzen. Er wird mit uns, immer mit uns da sein, wenn wir unseren Teil tun. Es gibt nichts in dieser Welt, die uns Zufriedenheit geben kann. Es gibt nur Zufriedenheit und Friede in Dienst des Herrn. Ich liebe ihn, den Herrn, viel mehr als in Tage zuvor, je zuvor. Ich werde ihm dienen von ganzem Herzen als je zuvor. Ich werde tun, was er von mir verlangt. Egal, was es mir kostet. Ich werde ein wahrer Soldat sein. Ich werde an meine Posten sterben. Und oft, wenn ich versucht werde, zurückzugehen von den Herrn, wegzugehen von den Herrn, dann denke ich meine Herren, meine Herzen, meine Gedanken kreisen zurück und denken, was, wo der Herr. An Ort, wo der Herr für mich da gekreuzigt wurde, den höre ich eine Stimme. Genau das habe ich für dich getan. Der Herr hat vieles für uns getan. Ein großes Opfer für uns, für die Menschheit. Und wir Christen, wir sollten auch mehr dankbarer sein in dieses Herrn und so tun, was der Herr von uns will, seine Wille so tun. Weil Johannes Kapitel 14, der Herr sagt, Die mich lieben, die denen, die meine Gebote halten. Das sind die, die mich lieben. Diese Liebe, was der Herr meint, da ist keine emotionale Liebe, nein. Ist eine Liebe der Tat. Eine Liebe in Tat. In Wahrheit, eine Liebe, die mit Bewegung, in Tat, mit Taten zu tun hat. Es ist nicht mit Sentiment, mit so Gefühlen, nein. Bevor ich beginne, möchte ich nochmal Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 31. Nochmal, wie ich von meinem letzten Video vorgelesen habe. Ich möchte nochmal darüber lesen. Johannes 8, 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten: Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist denn diese Wahrheit, was er Jesus da spricht? Worüber spricht er? Die Wahrheit ist, um ein Fundament zu bauen. Ein Fundament, der an der Wahrheit Gottes da besteht. Ein Fundament der Wahrheit und Ehrlichkeit und Ehrlichkeit in Liebe des Herrn, zu dem Herrn aufgebaut ist. Darum frage ich euch. Ich frage mich auch. Aber ich weiß, welches Fundament ich meine Glaube aufgebaut habe. Worauf ich mein Fundament gebaut habe. Ich habe das Fundament meiner Glaube an Ehrlichkeit und Wahrheit aufgebaut. Ich möchte kein halbes Evangelium folgen. Nein, ich möchte das ganze Ratschluss Gottes. Ich möchte auf ein festes Fundament bauen. Weil auf dieser Welt, wo wir leben, Krisen werden kommen, Probleme werden kommen, wie
in Art von Platzregen, wie in Markus, in Matthäus Evangelium, Matthäus 7, Vers 24. Platzregen, wie Stürme, Probleme, wir kommen. Nicht, weil wir an Jesus glauben, werden wir keine Probleme leben, wir werden reichlich leben. Aber wenn dein Fundament nicht auf den, das ganze Evangelium Gottes, das ganze Ratschluss Gottes aufgebaut ist, wenn da Probleme kommen, du wirst nicht bestehen. Und darum, der Herr ruft uns um Umkehr. Umkehr. Die Umkehr ist nicht für die Ungläubigen, ist für uns Christen. Wo wir um falsches Evangelium auf unser Glauben aufgebaut haben, dass wir umkehren, Gott um Vergebung bitten. Und in Gebet, den Herrn Gebet zu suchen. Darum ist Gebet sehr, sehr wichtig. Und ein befestigtes Gebetleben zu haben, ist wichtig. Darum frage ich dich heute. Für diese Frage ist nicht auf das ich richte, nein. Diese Frage ist mit voller Liebe. Auf welches Fundament hast du deine Glaube gebaut? Hast du auf diese Gnade hat alles getan, Gnade hat alles bedeckt, ich kann tun und machen, sündigen, Herr Jesus hat mich für mich, hat alles getan, ich kann machen und tun, hat alles vergeben. Das ist eine große Lüge. Das ist nicht mal keine eine göttliche Fundament, das ist eine Lüge vom Satan, satanische Seite. Ein Evangelium, der sagt, ich kann machen und tun, Herr Jesus hat alles getan, der hat alles am Kreuz getan, ich kann sündigen, ich kann machen und tun, das ist kein Evangelium. Nein. Falls, wenn du auf diesem Fundament lebst, bitte kehr um. Kehr um. Komm zurück. Der Herr Jesus liebt dich. Das ist ja dieses Gott, der heute schickt, dass du nicht verloren gehst. Er hat einiges an Gutes, einen guten Plan für dich vor. Vielleicht hast du gehört, wo die viele gepredigt haben. Ja, du kannst machen und tun, sündigen und machen und tun, wenn, solange du zu Gott kommst und Vergebung betest, der Herr vergibt dir. Das ist eine große Lüge. Wenn du darauf aufgebaut hast, bitte kehrt um. Vielleicht hast du auch dein Fundament, deine Glaube, dein Fundament deines Glaubens auf eine, ja, aufgebaut auf den Glaube, ja, der Glaube, dass er kann nicht beten, fasten, der Herr hat alles, hat für uns gefasst, für uns gebetet, wir brauchen nicht fasten, wir brauchen nicht beten. Das ist auch keine Lüge. Der Herr war unser Beispiel, der war voller Demut, er war voller Liebe, er hat gefastet, er hat gebetet, obwohl er Gott war. Das war unser Beispiel. Er hat uns vorgelebt. Gott möchte, dass uns gut geht. Wir sollen kommen, wie wir gebrochen sind. Egal wie gebrochen wir zu ihm gekommen sind. Wir sollen so kommen. Seine Arme voller Liebe. Er wartet, uns aufzunehmen. Er würde uns, egal was wir getan haben, wie diese Frau, wie diese samaritische Frau in Johannes Kapitel 4, vom 1 bis, ich glaube, bis vom 1 bis, diese Johannes Evangelium vom 1. Kapitel 4, vom 1 bis 41. Wenn du Zeit hast, lese diese Kapitel ganze. Die Frau hatte 5 Männer. Und dann, mit dem sie da, den Moment, als Jesus zu ihr kam, war die 6. war er nicht mal ihr Mann. Aber weil die Frau ehrlich war. Die Frau war ehrlich. Gott, der Jesus merkte, die Ehrlichkeit, die Frau hat nicht vertuscht oder versucht zu verstecken. Die Frau war da ehrlich, er redete mit dem Herrn und sagte, du hast recht. Und der Herr sagte, ja, du hast die Wahrheit gesagt. Und der Herr begann er zu erzählen, worüber drauf ankommt. Da sagte der Herr zu ihr, der Vater sucht die wahren Anbeter, die den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Und da, die Stunde ist da. Die Frau bekam diese tiefe Kenntnis. Warum? Weil sie ehrlich war. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, möchte seine Wege uns offenbaren. Seine Wege offenbaren. Dass wir weitergehen können. Dass wir nicht auf dem Stillstand sind. Dass wir nicht, wir sehen in unserer Gemeinde, Gott segne die Gemeinde, ich bin vor Gemeinde Gottes.
Ich bin für die Gemeinde Gottes, segne die Pastoren, die Tag und Nacht achten für die Gemeinde Gottes, dass sie da aufbaut, dass sie da weiter wachsen, geistlich wachsen. Gott segne die. Die Pastoren Gottes, die Gemeinde Gottes, weltweit Gott segne. Die Gemeinde in Deutschland, Gott segne die Gemeinde Gottes. Unsere Geschwister. Aber eines habe ich gemerkt. In vielen Gemeinden sind viele von uns sind krank geworden. Viele Christen sind krank, die sind so bedrückt, die sind so belagert von Dämonen, von Angriffen. Die wissen nicht mehr wohin, weil wir keine Kenntnis haben. Der Herr möchte sich offenbaren, möchte sich zu uns offenbaren, seine Wege. Darum ist es wichtig, den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Gedanken und ganzer Kraft, den Herrn zu lieben. Das ist, dass wir uns ihm öffnen. In Wahrheit, in Ehrlichkeit. Dass er ja zu uns kommen kann. Und ich möchte mal über Matthäus Evangelium nochmal lesen, wo ich da mehrmals erwähnt. Das ist das Fundament. Das ist ein Mann, jeder. Das ist ein Mann, das ist jeder. Jeder. Nicht weil, oh, meine Gemeinde ist nicht so, nein, die Gemeinde ist gut, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Ist gut, zu einer Gemeinde zu gehen. Aber die Fundament, wo du dein Fundament aufgebaut hast, ist wichtig, dass du das auf Felsen aufgebaut ist. Weil die Probleme werden kommen. Angriffe werden kommen. Ich weiß, viele unserer Geschwister haben geistliche Angriffe. Viele da denken, oh, uns hat keiner so erzählt, dass wir so erleben würden. Viele haben die Gemeinde verlassen. Manche sogar die Glauben verlassen. Falls, wenn du da vorbeikommst auf diesem Video, ich sage dir, Jesus liebt dich. Komm zu den Herrn zurück. Vielleicht bist du weggegangen. Komm zu den Herrn. Schau regelmäßig auf meinen YouTube-Kanal. Du wirst Antwort auf deine Fragen bekommen. Da ist meine Adresse, da ist meine Telefonnummer. Kannst du schreiben auf die YouTube, auf die Kommentare. Ich werde dich jetzt zurückschreiben. Ich lese noch mal Matthäus 4, Matthäus 7. Matthäus Kapitel 7, Vers 24. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel, und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Warum ist das Haus nicht gefallen? Weil das Haus auf den Felsen gegründet war. Die Wahrheit, wenn wir mit Ehrlichkeit und Wahrheit kommen, Aufrichtigkeit, Gott wird sich auch offenbaren, dass wir unser Glaube von den Felsen aufbauen. Dass wir unser Glaube auf den Felsen, wenn wir unser Glauben auf den Felsen aufgebaut haben, egal was kommt, kommt Regen, kommt Stürme, kommt was auch immer kommt, mag, wir werden nicht fallen. Wir werden nicht von den Herrn unser Rücken drehen. Ja, Jesus hat vieles für uns getan. Wie man lebt davon hingegen sagt, ich werde an meinen Posten sterben. Ich bleibe eine treue Soldat zu den Herrn. Ich werde an meine Posten bleiben. Da kann nur geschehen, wenn man ein Fundament, das auf eine Felsen gebaut ist. Vielleicht kommst du von einem Hintergrund, wo du nicht mal weiter weißt. Ich habe auch auf der Straße oft das erlebt. Viele von uns kommen von einem Götzenhintergrund, wo die Götzen dienen. Oder wo ihre Eltern Götzendiener sind. Schau regelmäßig auf diesen Kanal. Du wirst Antwort finden. Vielleicht wirst du regelrecht so belagert von Mächte oder Dinge, wo du nicht mal weiter weißt. Schau regelmäßig. Oder